Wir sind jetzt hier mit neuen Kutter- und Küstenlesern auf Sommerheu, einer kleinen Insel bei Tromsø, also ganz in Nordnorwegen. Sven, ihr von Angelreisen Hamburg, ihr habt dieses Ziel ganz neu im Programm. Was erwartet uns hier? Also jetzt seit 2015 Sommerheu, neu im Programm von Angelreisen. Und ja, erstmal super Wetter. Erstmal August jetzt, Mitte August. Wir haben fast 20 Grad, kaum Wind. Das heißt, dass wir heute rausfahren. Und einige Plätze, wir haben etliche eingezeichnet hier, direkt an der Kante außerhalb versuchen werden. Heilbutt, Köhler, ein paar schöne Rotbarschplätze haben wir noch genannt bekommen. Wir orientieren uns heute erstmal ein bisschen. Das heißt, wir haben alle Möglichkeiten und wir werden erstmal gucken, was das Revier uns so anbietet von sich aus. Richtig. Am Morgen des ersten Tages übergab Markus, der Campmanager, uns und den Gästen die Boote. Nach der Einweisung beluden wir die Boote direkt am Ferienhaus. Unser Team wurde noch von Rainers Sohn Jonas unterstützt. Ja, seit 1. Mai gibt es auch ein neues Gesetz in Norwegen. Das heißt Schwimmhilfenpflicht beim Fahren eines Bootes, vor allem von kleineren Booten. Das bedeutet, dass man eine Schwimmhilfe von mindestens 50 Newton Auftriebskraft haben muss. Das kann ein zertifizierter Floating-Anzug sein, also ein Schwimmanzug, wenn der diese 50N drin stehen hat. Da muss die Jacke dann aber auch zu sein, wenn gefahren wird. Wenn die Jacke ausgezogen wird, muss eine Rettungsweste getragen werden. Wenn man keinen Schwimmanzug hat, muss grundsätzlich eine Rettungsweste beim Fahren getragen werden. Das ist die neue Gesetzeslage seit 1. Mai 2015. Bei traumhaftem Wetter ging es durch den geschützten Hafen direkt aufs offene Meer. Wir testeten viele Stellen aus. Einige Fische konnten an Bord begrüßt werden, aber das Wetter war viel zu gut. Die Strömung war zu schwach und ohne Wind gab es keine Drift. Ein neuer Plan musste her. Traumwetter bei der Insel Sommerheu. Jetzt August hier, Ende 20 Grad, Windstille. Ist natürlich wunderbares Urlaubswetter, aber eigentlich nicht das beste Angelwetter. Also haben wir gesagt, komm, wir gehen mal ein bisschen ins Tiefe, weil da spielt die Rolle, die Sonne ja nicht so eine große Rolle. Und tatsächlich, wir haben hier einen Platz angehalten, der uns vom Campmanager gesagt worden ist und bumm, hat sofort geklappt. Mal sehen, was jetzt hochkommt. Wir spekulieren natürlich auf schöne Rotbarsche, aber wir nehmen auch andere Sachen gerne mit. Stück. Nein, zeig sie doch mal her. Ich zeig sie dir jetzt. Was ich bin begeistert. Oh, lass uns doch mal einsammeln. Da kommt der erste. Von den Monstern. Ja. Ja. Ist klar. Und? Ja, aber Zielfisch. Kein Lomat, ne? Ja, dann haben wir einen von den schönen Rotbarschen noch gekriegt. Der ist schon ein bisschen besser, dann versuchen wir noch ein paar mehr zu kriegen, ne? Richtig. Jo, jo, jo. Okay, alles klar, los geht's. Lecker.
Rotbarsche sind zackige Wesen. Sie haben hier die Rückenflosse, richtig kräftige Dorn. Und sie haben auch so kleine Dorn hier, das sieht man ganz gut, an den Kiemendeckeln. Und diese Dorn sind mit einem nicht großen gefährlichen Gift, aber sie sind mit ein bisschen Gift versehen. Und wenn man da gepiekst wird, zum Beispiel beim Filetieren, was relativ häufig dann passiert, dann kann das ein paar Tage dann richtig unangenehm wehtun. Das ist so ein stumpfer, dumpfer Schmerz. Aber der Fisch hat sozusagen seine eigene Heilquelle gleich dabei. Sehr praktisch. Man reibt mit der Stelle, wenn ich mich also hier im Finger jetzt gestochen habe, dann kann ich hier auf dem Augenschleim reiben. Und das ist sozusagen das natürliche Gegengift gegen dieses Gift. Und dann geht das nach ein paar Minuten, ist das weg und man hat keine bleibenden Schmerzen. Ganz trickreich, ne? Das muss man nur wissen. Ja, so, jetzt habe ich in 150 Meter Tiefe mal abgelassen und dann ein bisschen hochgekurbelt, so 20 Meter über Grund. Ja, da sind die schönen Burschen eingestiegen. Das war schon ganz schön. Das Hochkurbeln ein bisschen anstrengend, aber dafür wird sie auch in der Küche dann belohnt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wir hatten ein bisschen Flaute an den Bergen, lief nicht so richtig was. Da haben wir gesagt, wir gehen mal ins Tiefe, versuchen hier vor Sommerräumen ein paar schöne Rote zu überlisten. Ja, Plan aufgegangen. Das ist eine kleine Auswahl unserer Ausbeute. Gut geklappt, oder? Deiner hat perfekt geklappt. Sehr gut. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Den Rest der Woche lernten wir das Revier besser kennen und machten die Kisten trotz der Wetterbedingungen mit Dorsch voll. An einem Vormittag war es bedeckt und ein wenig Wind kam auf. Der Schalter wurde umgelegt. Das Revier zeigte, was in ihm steckt. Kenner, kulinarische Kenner, lieben am Dorsch auch die Dorschzunge, die dann serviert wird, gebraten. Die Zunge ist eigentlich gar nicht die Zunge, sondern der Gaumen. Und ich will mal zeigen, wie man die beim Dorsch heraustrennen kann. Ja, zwei Schnitte, dann nur die Haut noch ab von den Dorschzungen, bisschen gesalzen, dann in Mehl gewendet, in Öl ausgebacken und das ist das Resultat. Probier mal, Sven, ja, wie das schmeckt. Koste mal, schieben wir auch mal welche auf. Mhm.
Ein Traum. Ein Traum? Hm. Das ist ein Traum. Ja, sehr gut. Ja, so soll die sein. Perfekt. Normalerweise passiert immer etwas Besonderes, wenn ich mit Rainer einen Film drehe. Der letzte Tag. Sollte unsere Glückssträhne reißen? Wir fuhren früh raus und wollten zum Eingang des Malangenfjordes. Und auf der Fahrt merkte man es. Die Strömung nahm zu, kleine Fische wurden an die Oberfläche gedrückt. Die Natur wurde nervös. Etwas lag in der Luft. Ein ganz großer, aber ein schöner. Schöner Seelachs. Schön auf den Gummifisch eingestiegen. Ja, herrliche Seelachse, so wie wir sie haben wollen. Kampfstark. Schön auf Gummifisch im Mittelwasser eingestiegen. Haben wir jetzt, so, hier schon über 100 Meter Tiefe jetzt. Klasse Fische. Plötzlich ein Ruf vom Nachbarboot. Markus, der Campmanager, kämpfte mit einem großen Fisch. 30 plus. Nee, nee. Er ist gut. Dann feiert mal ab da! Komm her! Ja! Ja! Nach diesem Butt ging es Schlag auf Schlag. Ja, wo machen wir? Geht da voll über die Bremse? Ja. Ach, du meine Güte. Geil. Du meine Güte. Ach, du meine Güte. Der ist gefolgt, der ist hinterhergegangen. Nee, das ist ein guter. Ja. Nicht gaffen, wenn er so groß ist, ne? So ist er. Großer Seelachs. Sehr schön. Das ist aber ein anständiger Seelachs. Ja, das ist anständig, anständiger. Das ist so. Aber ich glaube da eher im Putt. Oh, weg! Nee! Immer mit! Kommt mit! Oh. Seelachs schwamm wahrscheinlich dann auch. Ja, ich denke auch, dass es ein großer Seelachs ist.
wir ihn ja noch heute. Ah, kann auch ein großer Seelachs sein. Der Henke ist ein großer Seelachs. Vom Drillverhalten jetzt mit den. Ben, extra für dich habe ich die bestellt heute. Das ist ja auch ein Überraschungsbutt. Wer weiß. Aber vom Feeling her würde ich eher sagen, dass es ein Seelachs ist. Aber das ist immer so schön, dass man das immer nicht weiß. Ne? Darum angeln wir ja auch. Oh. 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 Alter Schwede! Wahnsinn, Rainer! Toller Fisch, ey! Wahnsinn! 40 Dollar am letzten Tag gekommen. Am letzten Tag kommen noch die großen Seelachs, auf die wir gewartet haben. Wirklich Granate, gezogen ohne Ende. Du. Gut, dass ich die 30 Pfund gut ausgepackt habe. Wahnsinnsfisch, ne? Der hat ordentlich abgezogen, oh, in die Bremse echt gegangen. Meine Güte. Ja, hier vor Sommerrohr jetzt habe ich tatsächlich mein Personal Best, meine persönliche Bestmarke beim Seelachs überbieten können. Am letzten Tag 1,25 Meter, etwas über 15 Kilo. Unsere Waage ist hier beim schwankenden Boot ein bisschen ungenau. Das werden wir nachher noch später feststellen. Wahnsinn, richtiger sogenannter Haftsail mit riesig breitem Kreuz. Ja, mein Kreuz muss jetzt auch ein bisschen Pause. Ich schätze mal Seelachs, ne? Ordentlich abgezogen. Ersten Run hat er gemacht. Im Mittelwasser gebissen, ne? Ja. Schön beim schnellen Hochkurbeln eingestiegen. Wunderbarer Biss, schön hart. Auf die andere Seite, bitte schön. Schön. Eieieiei. Gratuliere. Einfach zu deinem Vater wieder nach. Ja, das muss ja sein. Das muss sein. Hey. Ah, sehr schön. Ah, das ist doch mal ein Seelachs. Deswegen warst du hier, Jonas. Deswegen bin ich hier, wegen den großen Fischen. Das wäre ein dickes Ding. Oh, ich krieg ihn gar nicht hoch. Keine Chance. Oh. Das ist der Schatten, schönes Ding. Sehr schön. Rainer hat ihn. Ah, yeah. Das war mal eine Aktion. Ah, guck. Yeah. Yeah. Oh. Geiles Teil. Sommer, Sonne, Sommerroy. Eigentlich unglaublich, dass wir, wenn wir überlegen, dass wir uns hier in Nordnorwegen befinden. Gleich im Hintergrund mit Sandstrand oder Blick auf den Sandstrand das Ferienhaus. Um das Ferienhaus ein bisschen Hafenambiente. Davor liegen direkt die Boote, drei Dolmö, ein Avro-Boot und alles, was das Herz begehrt. Und zusätzlich dazu einer der geilsten Fischgründe überhaupt in Nordnorwegen. So.
1,25, 22 Kilo. Schöner Tag. Kann auch grinsen. Noch einen Nachtrag. Rainers Huffsee hatte eine Länge von 1,24 Meter und wog 15,5 Kilo. Das Glück hatte uns doch nicht verlassen. Ich befinde mich jetzt hier am Strand von Sommerreu. Ja, es gibt hier richtig blütenweiße Strände und wir haben gerade so eine kleine Angelpause eingelegt. Und ich wollte euch da mal was erzählen, dass es besonders auch auf die Kleinteile ankommt. Denn das schwächste Teil verliert den Fisch. Das ist nun mal so das Gesetz. Und deswegen wollte ich euch eigentlich bei den Karabinern etwas zeigen. Und zwar geht es da um die verschiedenen Karabinerformen, die es gibt. Dies ist jetzt sozusagen die einfachste Form. Das ist einfach ein Draht, der um sich selber sozusagen gelegt ist. Das sehen wir hier. Einfach gemacht, dazu ein kugelgelagertes Tönnchen. Ist recht stabil. Eine stabile Meeresausführung ist okay, aber ist natürlich nicht das Beste. Die stabilere Ausführung kennen viele Angler als Norwegen-Wirbel, Scandic-Wirbel, so wird er genannt. Es gibt ihn von verschiedenen Herstellern, auch ein Original hier aus Norwegen. Ein sehr guter Karabinerwirbel, sehr stabil mit sehr, sehr starken Zugkräften. Allerdings am Köder direkt nicht unbedingt zu empfehlen, weil er aufspringen kann. Und zwar, wenn der Fisch, zum Beispiel ein großer Dorsch, ein Seelachs, ein Heilbutt, an der Oberfläche schlägt oder auch unter Wasser schlägt, dann kann es passieren, dass der plötzlich aufspringt und verbiegt. Ist öfter schon passiert, deswegen fürs Vorfach, um Vorfach ranzumachen, perfekt, Naturköder angeln, perfekt, aber nicht bitte direkt an den Köder, wenn es auf große Fische gehen soll. Etwas anders sieht es da aus bei der superstabilen Ausführung. Das ist jetzt ein Big Game Karabinerwirbel, also das ist richtig hartes Geschoss. Der ist auch wirklich schwer aufzumachen, also oh, da muss man schon ganz schön Kraft aufwenden. Der hält natürlich auch dementsprechend. Gibt es in diesen Ausführungen meist nur in größeren Stärken, weil er halt auch für schwere Fischerei, meist für Big Game, ausgelegt ist. Eine Variante, die mehr Sicherheit verspricht, das ist der sogenannte Crosslock. Crosslock, Kreuzverschluss. Das heißt also, wenn man sich das genau anguckt, sieht man, dass die beiden Drähte hintereinander greifen, also über Kreuz. Und das macht die Stabilität dieses Karabiners aus. Nachteil, wie bei fast allen Karabinerwirbeln, die kleine Häkchen haben, die ineinander greifen. Man bekommt größere Köder, zum Beispiel, wenn die stärkere Ösen haben, dort nicht einfach rein. Sondern man probiert immer wieder, man muss dann meist einen Sprengring nehmen, um sie reinzuführen. Also da kann man manchmal Probleme bekommen. Ansonsten ein sehr, sehr stabiler, ein sehr robuster Wirbel. Sehr gut zum Meeresangeln geeignet. Gibt es in ganz kleinen Größen und halt in großen. Eine Variante, denen viele kein Vertrauen schenken, ich schon, das ist ein sogenannter Fast Clip, wird da von einigen genannt, gibt es auch von verschiedenen Firmen, ist eigentlich nur so ein gebogener Haken und dort unten ist, wenn man so will, dann das Öhr oder die Öse, wo dann der Köder oder beziehungsweise die Öse des Köders drin liegt. Ich führe den Köder einfach nur hier ein, wenn man sich das dann mal so anguckt, ich nehme jetzt mal hier einen ohne Haken, damit ich mich nicht verletze. Dann wird er einfach so eingeklinkt und hängt dann so an dem Ding dran. Ist sehr, sehr stabil und dadurch, dass die Kraft immer in die Richtung des Fisches oder des Köders wirkt, kann da auch nicht viel passieren. Das heißt also, man muss keine Angst haben, dass der irgendwann hier rausrutscht. Das ist mir bei diesen noch nie passiert. Und besonders zum Pollack-Angeln zum Beispiel, auch zum Meerforellenangeln teilweise, benutze ich den. Gehe ich auf ganz schwere Kaliber, also Heilbutt oder auch Großseelachs, da bevorzuge ich einen anderen. So, was wieder rausmachen. Man sieht schon, das ist gar nicht so einfach, den da wieder rauszukriegen. So, da kommen wir schon zu einem Modell, was wirklich neu ist. Eine relativ neue Erfindung eines Kanadiers. Gibt es mittlerweile von verschiedenen Firmen. Dieses Modell ist jetzt von Mustard. Das ist ein sogenannter Stay-Lock-Karabiner. Der ist also jetzt ohne Wirbel. Kann man natürlich noch einen Wirbel hinten ranbauen. Stay-Lock heißt, bleibt geschlossen. Und das System ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen. Es ist ein Kreis hier. Und dann ist da drin der Haken sozusagen versteckt. Man muss es dann ein bisschen zur Seite biegen. Und dann hat man den auf. Dann kann man den Köder einklinken. Muss dann wieder so ein bisschen zur Seite klinken. Zack.
und das ist drin. Das muss man ein bisschen üben, aber wie der Name schon sagt, Stay Lock, der hält wirklich. Und mir ist dieser noch nie aufgegangen. Und ich habe auch mit einigen Guides hier aus Norwegen gesprochen, die den auch gerne benutzen. Und von denen, die ich den auch habe, ich habe schwedische Guides mal kennengelernt, die haben ja den gezeigt und die benutzen den auch immer. Und denen ist es auch noch nie passiert. Also eine sehr, sehr sichere Sache. Allerdings auch mit dem Nachteil, dass man manche Ösen von Ködern nicht hineinkriegt. Und da kommt dann noch eine Erfindung, übrigens vom gleichen Erfinder, dem Kanadier. Das ist der sogenannte Fast Ach oder Fast Ech. Das ist ein, ja, sieht etwas seltsam aus. Erstmal denkt man so, huh, was ist das denn jetzt? Da ist unten so ein, der Draht ist gebogen und ich führe dort den Köder mit einer schnellen Drehung oder langsamen Drehung ein. Und dann hängt er da drin. Äußerst erstaunlich, dieses Gerät, ist aber wahnsinnig gut. Und vor allen Dingen, was der große Vorteil ist, das zeige ich jetzt auch nochmal, selbst wenn wir dicke Ösen haben, wie hier, hier sehen wir eine dicke Öse von unserem Jig-Kopf, dann kann ich den wunderbar einklinken, zack, und er hängt drin. Selbst viel dickere Ösen von sehr, sehr schweren Jig-Köpfen kriege ich in die großen Fastdachwirbel rein. Ich zeige es noch einmal. Man hat also hier den Kopf, dann komme ich hier rein mit einer Bewegung und er hängt drin. Und genauso schnell ist er natürlich auch wieder draußen. Ist für mich momentan das Beste, was ich so kenne. Gerade da ich sehr viel mit Jigköpfen fische und die haben halt oft diese großen Jighaken und da habe ich dann oft auch diese große Öse. Da geht das gar nicht anders. Da muss ich dann jedes Mal halt einen Sprengring einziehen, um einen anderen Karabiner zu nehmen. Und diese, auf die bin ich jetzt seit einem Jahr gekommen und ich bin total begeistert. Diese Saison ist die erste, die ich richtig ausführlich gefischt habe. Der größte Halbut, den ich damit gefangen habe, war 1,65 Meter lang und da muss ich sagen, hält kein Problem damit. Diese Kleinteile sind unwahrscheinlich wichtig, damit man auch nachher Erfolg hat, wenn man ein großer gebissen hat und den dann nicht deswegen, weil man vielleicht ein schwaches Teil ausgewählt hat, verliert.